Der Verein zur Förderung von Entrepreneurship e.V., kurz VfE, ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Managern im Ruhestand und Unternehmern. Auf unseren regelmäßigen Veranstaltungen zu besonderen Themen laden wir immer interessante Gäste aus dem aktuellen Zeitgeschehen ein. Heute laden wir ein in die Kühne Logistik-Universität in der Hamburger Hafen City. Das Thema der heutigen Veranstaltung lautet Wirtschaft im Wandel. Wie sind Unternehmen und Mitarbeiter gefordert? Ich bin Wolfgang Clement. Mein Name ist Ian Karan. Mein Name ist Birgit Geppert. Axel Grün. Ja, mein Name ist Christoph Kleiber. Ich bin Uwe Fendtler. Mein Name ist Ulrike Fürnes. Ich freue mich, dass Sie an so einem sonnigen Frühlingsabend hierher gefunden haben, um das Thema Wirtschaft zu besprechen. Und ich freue mich auf eine ganz lebhafte Veranstaltung. Wofür stehen wir? Der Verein engagiert sich für ein respektvolles Miteinander. Ökonomie und Ethik sind keine Gegensätze. Und Wertschätzung führt zur Wertschöpfung. Und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen wollen. Wirtschaft im Wandel, wir sind Unternehmen und Mitarbeiter gefordert. Und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen, vor allem hier diese zwei Wirtschaftsminister, Senatoren neben einem. Das ist schon toll. Wir haben eine außerordentlich geringe Gründungsaktivität in Deutschland. Ist im internationalen Vergleich viel zu niedrig. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir wenig risikobereit sind und wenig Risikokapital zur Verfügung haben. In Wahrheit ist die Gründung aus der Arbeitslosigkeit das erfolgreichste Instrument der Arbeitsmarktpolitik gewesen. Lasst die Türen auf da und macht nicht und verschließt nicht die Prozesse. Herr Kleiber, wie viele Hierarchiestufen haben Sie schon abgeschafft? Wir haben in den einzelnen Fachbereichen in der Regel immer einzelne leitende Kollegen, die dann aber auf Unterhierarchien weitestgehend verzichten, sodass wir eigentlich mit großen Teams arbeiten. Ich würde gerne ergänzen, also Sie brauchen Mitarbeiter, die mitdenken. Und ich glaube, es sind eigentlich solche, vielleicht auch solche Experimentierfelder, die wichtig sind, also dass man sich so Freiräume schafft und die vielleicht in diesen ganzen verkrusteten und überregulierten Systemen einfach mal reinschlägt und anbietet. Wir sind dauernd gefordert, flexibel neu zu überlegen, neue Methoden zu entwickeln, viel Empathie für den Kunden zu erspüren, achtsam zu sein, was da Neues passiert. Das ist überhaupt das Thema. Wenn Sie mit einer Revolution zu tun haben, müssen Sie Strukturen zerschlagen. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung. Man braucht sich nur mit dem zu beschäftigen, was in Silicon Valley aus Silicon Valley kommt. Und wie wir Digitalisierung diskutieren, dann sieht man den Unterschied. In Silicon Valley wird alles in Frage gestellt, was heute ist. Und wir glauben, mit ganz wenigen leichten Korrekturen und Veränderungen, ein bisschen mehr Automatisierung, das Thema bewältigen zu können. Das glaube ich nicht, dass das geht. Um ein neues System durchzusetzen, musst du den Leuten, deinen Leuten beibringen, zu vergessen. Learn to unlearn. Vergiss, was vorher war und damit du einen neuen Weg überhaupt gehen kannst. Ich sehe diese Digitalisierung als eine Haupttriebkraft, die die ganze Wertschöpfung praktisch umkrempelt, kundenorientiert werden lässt. Sie haben auf der einen Seite den vernetzten Kunden, dessen Daten maßgeblich sein werden für das, was in einer hochdigitalisierten Produktion produziert wird. Und dazwischen haben Sie das Büro und so wie das Büro heute aufgebaut ist, stört das Büro in diesen Datenströmen und diesen Informationsflüssen, die zwischen dem Kunden und der Produktion interagieren. Also meine digitale Revolution besteht aus 4 Kindern und einer Ehefrau und einer Sekretärin. Die machen alles für mich, also die E-Mails. Als Dankeschön erhalten unsere Podiumsgäste immer den von uns kreierten Hamburger Entrepreneur-Tee. Wir freuen uns auf die nächsten Events mit spannenden Themen und wir freuen uns natürlich auf Sie.